So, meine Lieben, wir haben uns jetzt wochenlang mit allen Arten von politischen Systemen beschäftigt. Wir haben gesehen, was es so alles auf dem Markt gibt, jede Menge von Diktaturen und als Ausreißer totalitäre Diktaturen oder liberale demokratische Verfassungsstaaten. Wir haben gesehen, unter welchen Umständen was für ein Typ von politischem System entsteht. Insbesondere haben wir gesehen, wann Diktaturen anzuraten sind. Nämlich immer dann, wenn die komplizierten Voraussetzungen für Demokratie nicht gegeben sind. Wir haben auch erkannt, hoffe ich zumindest, wann einem sogar eine totalitäre Diktatur wünschenswert erscheinen kann. Nämlich dann, wenn man glaubt, um das Richtige zu wissen, aus gleich welcher Quelle. Sodass man im Grunde, wenn man sich die Sache etwas intellektuell flach machen will, so vorstellen könnte, die politischen Systeme, die sind so wie ein Kartenspiel. Nach Lust und Laune zieht man sich eine Karte und ist damit entweder glücklich oder unglücklich. Die Wahrheit scheint die zu sein, dass nicht alle politischen Systeme für den, der in ihnen lebt, gleichermaßen angenehm sind. Es kann schon sein, dass für mich als reichen römischen Senator, der Tausende von Sklaven besitzt, jene Diktatur, die wir Republik nennen, wir römischen Senatoren, ein außerordentlich gutes politisches System ist. Es gibt mir ein gutes Leben, ich muss mich um nichts kümmern. Es kann sein, dass für mich als kommunistischen Parteiführer ein System, in dem meine Partei regiert und ich an der Spitze stehe, das Bestmögliche ist, weil ich für die Menschen das Bestmögliche tun kann, was man wissen kann. Das kann alles der Fall sein. Es kann auch sein, dass für einen altägyptischen Bauern, die pharaonische Diktatur, das bestmögliche System ist. Er bekommt gesagt, was er zu tun hat, wann er die Felder zu bestellen, wann er zu ernten, wie viele abzugeben hat. Und er fühlt sich geborgen, weil an der Spitze jemand steht, der direkt den Kontakt zu den Göttern hält. Und unter sehr verschiedenen Systemen kann man glücklich sein. Unter der Prämisse, dass man nicht zu den Regierenden gehört, sondern zu den Regierten, könnten freilich auch folgende Gesichtspunkte interessant sein. Welches System sichert mir meine persönliche Freiheit? Welches System lässt mich nicht verhungern, wenn ich arbeitslos bin? Welches System erlaubt mir Mitbestimmung beim Politikmachen? Und je nachdem, für wie wichtig man solche Gesichtspunkte hält, soziale Sicherheit, persönliche Freiheit, politische Partizipation, werden einem dann doch die einen Systeme als möglicherweise in der Lebenswirklichkeit angenehmer erscheinen als die anderen. Und wichtig ist, dass jeder von ihnen für sich eine Entscheidung trifft. Was ist mir in meinem Leben wichtig? Was möchte ich also vom mich umgebenden Staat für mich geleistet haben? Und dann sagt einem politikwissenschaftliche Kompetenz, welcher Typ von System den eigenen Wünschen mit an Sicherheit, zwar nicht grenzender, aber doch großer Wahrscheinlichkeit, am besten gerecht wird. So sollten Sie über die ganze Fülle politischer Systeme nachdenken, die wir uns bislang angesehen haben. Im Rest des Semesters schauen wir nicht mehr auf sämtliche politische Systeme bei allen Völkern zu allen Zeiten, was wir bislang gemacht haben, sondern blicken auf jene politischen Systeme, die in unserer Weltgegend besonders weit verbreitet, besonders häufig, eigentlich üblich sind. Auf diese Systeme und auf deren institutionelle Ausstattung, damit wir unseren eigenen Weltteil und Kulturkreis hinsichtlich seiner politischen Ausgestaltung besser als ohne ein politikwissenschaftliches Studium kennen können. Wir fangen an mit einer Einrichtung namens Repräsentation und der Institution, die Repräsentation zugeordnet ist, dem Parlamentarismus. Wir müssen uns zunächst ansehen, was ist denn überhaupt Repräsentation? Wir müssen sehen, dass Repräsentation und Demokratie zunächst nicht das Mindeste miteinander zu tun haben, dass man aber beides sehr gut miteinander verbinden kann und damit eine solche technische Neuerung zustande kommt,
wie sie erbracht wurde, als man auf die Idee kam, die Koffer auch noch mit Rädern oder Rollern zu versehen. Also Wagen und Koffer miteinander zu verbinden. Kein Mensch will heute mehr einen anderen Koffer als einen Rollkoffer. Als ich in ihrem Alter war, gab es keine Rollkoffer und wir schleppten uns die Rücken krumm. Die Verbindung von zwei Systemelementen, die zunächst nichts miteinander zu tun haben, Koffer und Räder oder Repräsentation und Demokratie, erzeugt etwas Neues und sehr, sehr Vorteilhaftes. Wir schauen dann darauf, woher denn der heutige Parlamentarismus kommt. Da lässt sich noch einmal viel über verschiedene Systemtypen erkennen. Wir schauen, dass wir dann einen Verständnisschlüssel erhalten, um die Vielfalt des modernen Parlamentarismus gedanklich sortieren zu können. Und in der nächsten Stunde blicken wir dann auf den Aufbau von Parlamenten, auf die inneren Funktionsweisen von Parlamenten und das, was Parlamente für den politischen Prozess leisten können. Was ist also Repräsentation? Naja, jene, die allzu wortgläubig sind, sagen, das Wichtigste kann man wieder einmal dem Wort ablesen. Repräsentation kommt aus dem Lateinischen, besteht aus Präsentia, die Anwesenheit, aus re, etwas neu machen. Repräsentare heißt etwas neu vergegenwärtigen. Was vergegenwärtigt man? Das, was nicht da ist. Aha, Repräsentation ist was ganz Tolles, Dialektisches, nämlich die Vergegenwärtigung des Nicht-Gegenwärtigen. Naja, und wenn Sie solche Sprechformeln erlernen und kundig in Debatten verwenden können, dann gelten Sie ganz gewiss als besonders klug. Ob Sie aber wirklich verstanden haben, was Repräsentation ist, das ist sehr zu bezweifeln. Darum machen wir es mit weniger Brimborium, aber dafür so, dass man es auch begreifen kann. Repräsentation besteht aus verschiedenen Elementen. Und das erste Element sind wir da. Wir, das Volk, die Bevölkerung. Technisch gesprochen die Repräsentierten. Aha. Und wieso reden wir so geschwollen von Repräsentierten? Ja, weil es die auch noch gibt, die sich am Kopf kratzen, die plötzlich vielleicht auch eine politische Erleuchtung haben. Sozusagen Koko statt Kroko und plötzlich geht alles ganz leicht. Also jene da, die sich überlegen, was sie denn machen sollen, ja, das sind unsere Repräsentanten. Das sind unsere Repräsentanten. Und diese finden zusammen in der Institution, in einem Repräsentationsorgan, das zum Beispiel Parlament heißen kann, aber anders auch heißen mag. Wir haben also Repräsentanten, die in einem Repräsentationsorgan zusammenwirken. Auf die nehmen die Repräsentierten irgendwelchen Einfluss, den wir uns noch näher ansehen müssen. Die Repräsentanten machen irgendetwas mit den Repräsentierten, was wir uns auch noch näher ansehen müssen. Und das, was sich zwischen Repräsentanten und Repräsentierten tut, das nennt sich eine Repräsentationsbeziehung. Und worin sie genau besteht, schauen wir uns auch noch sehr gründlich an. Was haben wir noch? Was verbirgt sich hinter dem gelben Pfeil? Da verbirgt sich der Repräsentationsglaube. Was meint denn das? Das ist so etwas Ähnliches oder das Seitenstück, sagen wir, zum Legitimitätsglauben. Legitimitätsglaube heißt das beherrschte Glauben, dass die über sie ausgeübte Herrschaft zu Recht ausgeübt wird, wofür es verschiedene Gründe geben kann. Charismatische, traditionale und rationale Legitimität, wie Max Weber es ausgedrückt hat. Hier geht es darum, dass die Repräsentierten glauben, dass die Repräsentanten etwas Bestimmtes für sie tun. Und dieser Glaube kann in der Wirklichkeit begründet sein oder auch bloß ein Lippenbekenntnis oder eine Phantasmagorie. Was wirklich der Fall ist, erschließt sich, wenn wir auf die Repräsentationsbeziehung blicken. Fazit, wir haben Repräsentanten, Repräsentierte, zwischen ihnen eine bestimmte Beziehung, was alles zu ergründen gilt. Und der Repräsentationsglaube ist die mentale Einstellung von Repräsentierten zu anderen, die besagt, das, was die treiben, ist in Ordnung. Aber was ist es, was sie betreiben? Also das ist die Schlüsselfrage, was geschieht zwischen Repräsentanten und Repräsentierten? Und jetzt kommt etwas, was wie eine Definitionsformel aussieht, aber weit mehr ist. Es ist ein Gedankenweg, den Sie bitte mitgehen, denn nur dann erreichen Sie das Verständnisziel. Politische Repräsentation ist
eine Form der politischen Arbeitsteilung. Entsinnen Sie sich der ersten Stunde, Politik selbst ist eine Form gesellschaftlicher Arbeitsteilung. Und innerhalb dem Politikmachen gibt es auch noch weitere Arbeitsteilungen zwischen jenen, die Exekutivämter haben, zwischen jenen, die Gerichte leiten oder Richter sind, zwischen jenen, die die Massenmedien betreiben, zwischen jenen, die sich im Verbändesystem engagieren. Und innerhalb dieser Arbeitsteilung gibt es auch noch jene Form der Arbeitsteilung, die man Repräsentation nennt. Ferner ist Repräsentation eine Eigenschaft, die an ein System gebunden ist. Schauen Sie, wenn Ihr Laptop funktioniert, tja, was heißt Funktionieren des Laptops? Wenn die A-Taste geht, funktioniert dann der Laptop nicht mehr? Wenn der Bildschirm dunkel bleibt, funktioniert dann der Laptop nicht mehr, obwohl Sie hören, dass die Maschine brummt und summt? Der Bildschirm geht an, aber der Cursor ist eingefroren. Merken Sie, wir reden von einzelnen Elementen. Können wir an den einzelnen Elementen ablesen, ob der Laptop in sich funktioniert, ob er insgesamt funktioniert? Die Antwort würde lauten, das Funktionieren eines technischen Gerätes ist eine Systemeigenschaft. Manche Teile des Geräts sind vielleicht kaputt, wie Kontrollleuchten. Das Gerät insgesamt funktioniert aber. Manche Teile sind aber so wichtig, dass wenn sie nicht funktionieren, mir das ansonsten gegebene Gesamtfunktionieren des Geräts auch nicht mehr viel nützt. Das ist der Sinn der Rede davon, dass etwas eine systemische Eigenschaft ist. Und so ist Repräsentation auch eine systemische Eigenschaft, die ein politisches System aufweist, die es in ihm gibt oder eben nicht gibt. Aber ob es diese Eigenschaft, dass nämlich Repräsentation sich vollzieht, tatsächlich gibt im politischen System, lässt sich ebenso wenig einzelnen Repräsentanten oder einzelnen Repräsentierten ablesen, wie man einem Laptop ablesen kann, ob das Nicht-Funktionieren der A-Taste in seinem Funktionierenden oder Nicht-Funktionierenden macht. Und letztens, es ist Repräsentation eine von vielen Ausgestaltungsmöglichkeiten politischer Systeme. Eine, die es nicht immer gab, die relativ selten auftritt, die sich aber inzwischen flächendeckend über die ganze Erde ausgebreitet hat. In wenigen hundert Jahren. Das sieht aus, grafisch abgetragen, wie die Ausbreitungskurve einer erfolgreichen Spezies. Es erbringt offenbar Vorteile für ein politisches System, so ein Repräsentationsmodul zu haben. Tja, jetzt müssen wir aber allmählich ran. Was meint denn Repräsentation? Es gibt einige zwar populäre, aber irreführende Vorstellungen von Repräsentation. Es gibt eine Kernvorstellung von Repräsentation, die alles andere mit abdeckt und den Vorzug hat, außerdem empirisch operationalisierbar zu sein. Beginnen wir mit dem Falschen und enden wir beim Richtigen, wie sich's auch gehört. Eine Vorstellung von Repräsentation ist die, Repräsentant ist, wer verbindlich für andere entscheiden und handeln darf. In diesem Sinne sind Staatsoberhäupter Repräsentanten ihrer Staaten, wenn sie verbindlich für einen Staat handeln können. Adolf Hitler war ohne Zweifel Repräsentant des deutschen Volkes. Er handelte verbindlich für das deutsche Volk, weswegen sich die Deutschen die Handlungen Hitlers auch zurechnen lassen mussten und zurechnen lassen müssen. Das ist im Übrigen die Repräsentationsvorstellung von Thomas Hobbes. Im großen Leviathan, an den alle Bürger eines Staates ihr Recht auf Selbstverteidigung abgegeben haben, damit er für Ruhe und Ordnung sorgt, in diesem Repräsentanten, in dem das ganze Volk sozusagen enthalten ist, wie es das Titelbild der Originalpublikation des Leviathan zeigt, wo dieser große Fürst mit Krummstab und Schwert, wo dieser Fürst bei näherer Betrachtung aus lauter einzelnen Menschen besteht. Dieser Leviathan, der Inhaber der Staatsgewalt, der Souverän, er ist der Repräsentant des Volkes. Und ohne Zweifel ist diese Vorstellung nicht völlig falsch, denn in der Tat, Sie müssen sich auch die Taten von Hitler zurechnen lassen. Und wenn Sie von einem Anwalt vor Gericht vertreten werden, Ihr Anwalt also Ihr Repräsentant ist, dann sind die Prozessmaßnahmen Ihres Anwaltes für Sie verbindlich.
solange sie ihn nicht feuern. Also die Vorstellung ist nicht falsch, aber sie merken, irgendwas fehlt. Und deswegen ist sie irreführend. Eine andere Vorstellung ist die, Repräsentant ist, in wem die Repräsentierten sich erkennen. Also derjenige oder diejenige, von dem oder von der Leute sagen, der ist es, der unseren Willen, unsere Wünsche, unsere Identität zum Ausdruck bringt, der ist der Repräsentant. In diesem Sinne haben die alten Juden folgende Praxis gehabt. Einmal im Jahr wurde ein Ziegenbock auserlesen, dem wurden die Hände aufgelegt eines Oberpriesters. Durch die Handauflegung wurden auf diesen Bock sämtliche Unrechttaten des Volkes Israel auferlegt. Und dieser Bock, der Sündenbock, der nun alle Schuld des Volkes Israels aus dem letzten Jahr trug, er wurde feierlich in die Wüste gejagt, wo er vermutlich kläglich verendet ist. Womit auch die Schuld des Volkes Israel sich auflöste. Dieser Sündenbock war der Repräsentant des Volkes Israel. In diesem Sinne erkennen manche Glaubensgemeinschaften jemanden als ihren Repräsentanten an. Etwa die Tibeter, den Dalai Lama, obwohl er formal für sie nichts zu entscheiden hat. In ihm erkennt man sich wieder. Oder viele Deutsche erkannten sich in Richard von Weizsäcker als dem deutschen Bundespräsidenten schlechthin wieder. Sowas nennt sich symbolische Repräsentation und Sie merken, da ist schon was dran. Ob ich mich wirklich von etwas vertreten fühle, etwa von einer Fahne, einer Hymne. Aber es ist mehr am Repräsentationsgeschehen als die symbolische Dimension. Die dritte Vorstellung ist die, die Sie im Alltag bestimmt schon mehrfach gehört und ich fürchte auch selbst verwendet haben. Das ist die sogenannte deskriptive Repräsentationsvorstellung, nämlich repräsentativ ist ein solches Organ, dessen Zusammensetzung die Zusammensetzung der Repräsentierten widerspiegelt. Konkret, ein Parlament ist genau dann repräsentativ, wenn in ihm genauso viele Frauen und Männer wie im Volk Frauen und Männer sind. Wenn im Parlament genauso viele Dumm- und Hohlköpfe sind, wie sie sich in einer Bevölkerung finden. Wenn im Parlament genauso viele Alkoholiker sind, wie sie sich in den Kreisen der länger schon im Lande Lebenden befinden. Also es wird die Vorstellung gehegt, repräsentativ sei eine Menge von Menschen, wenn sie im Sinn der Statistik eine repräsentative Stichprobe aus der Grundgesamtheit der zu Vertretenden wäre. Das ist genau der statistische Repräsentativitätsbegriff. Eine Stichprobe ist dann repräsentativ für die Grundgesamtheit, wenn die Zusammensetzung der Stichprobe der Zusammensetzung der Grundgesamtheit entspricht, wozu in der Regel ein Zufallsverfahren führt. Auch da hat jeder das Gefühl, das ist nicht ganz verkehrt. Man stelle sich ein Parlament vor, heutzutage, das nur aus Männern besteht. Würden sich die Frauen davon so richtig gut vertreten fühlen? Oder wir alle, die wir so unglaublich klug sind, wir stellen uns ein Parlament vor, das aus lauter politischen Flachköpfen besteht. Würden wir uns davon gut vertreten fühlen? Es ist schon was Wahres dran, aber es ist auch nicht alles. Wir müssen also weiter suchen und fündig werden wir bei der vierten Denkweise über Repräsentation, der sogenannten interaktiven Denkweise. Ob Repräsentation besteht oder nicht besteht, hängt voll und ganz davon ab, was sich zwischen den Repräsentanten und den Repräsentierten konkret tut. Repräsentation besteht so lange, wie sich zwischen Repräsentanten und Repräsentierten genau das Folgende tut. Klingt gut, führt aber sofort zur Anschlussfrage, was ist es denn, was eine Repräsentationsbeziehung ausmacht? Also, die drei Dinge da oben, nicht vergessen, aber als irreführend, weil zu eng erkennen und neugierig sein, was denn eine Repräsentationsbeziehung ausmacht. Und wenn Sie das verstanden haben, werden Sie erkennen,
dass die ersten drei Beschreibungsweisen von Repräsentation, formale, symbolische und deskriptive Repräsentation, in der vierten Beschreibungsweise von der Repräsentation enthalten sind. Jetzt hoffe ich, dass Sie ganz neugierig sind. Und die Neugier wird dann auch gleich befriedigt. Wenn Sie nicht neugierig sind, tun Sie wenigstens so. Denn dann eignet sich das, was es zu verstehen gilt, viel leichter an als andernfalls. Eine Repräsentationsbeziehung besteht dann und nur dann, wenn dreierlei gegeben ist. Erstens, die Repräsentanten, wie auch immer bestellt, handeln im Interesse der Repräsentierten. Im Interesse der Repräsentierten, also nicht gegen das, was denen gut tun könnte, und sie handeln dabei responsiv. Responsiv, das ist ein Begriff, den haben wir in der Stunde über Systemtheorie eingeführt. Responsivität meint die Fähigkeit und Bereitschaft eines Systems, auf Input, auf Forderungen, Unterstützungsleistungen, Umweltinformationen zu reagieren. Schauen wir uns das näher an. Zur Repräsentation gehört, im Interesse der Repräsentierten zu handeln als Repräsentant. Und das heißt, weitergedacht, dass es keine a priori Definition der sozusagen wahren Interessen der Repräsentierten durch die Repräsentanten geben darf. Repräsentation wird dort nicht bestehen, wo die Repräsentanten, wie auch immer das ist, sagen, wir wissen schon, was euer Interesse ist. Ihr müsst gar nicht erst den Mund aufmachen. Auf die Straße gehen und demonstrieren müsst ihr schon gleich gar nicht. Wir wissen, was euch gut tut, was in eurem richtigen Interesse liegt. Eigentlich brauchen wir Kommunikation mit euch gar nicht. Denn göttliche Offenbarung, das Wissen unseres Führers, die wissenschaftliche Weltanschauung, sagt uns ja, was euch gut tut, also in eurem Interesse liegt. Obendrein braucht es für Responsivität als Grundlage jeder Repräsentationsbeziehung die Verwirklichung des Leninschen Grundsatzes, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Es ist schon gut, wenn die Repräsentierten darauf vertrauen können, die Repräsentanten wären responsiv, würden also sich bemühen, in den von den Leuten selbst artikulierten Interessen den Ansatzpunkt ihres politischen Handelns finden. Aber Kontrolle ist besser. Und Kontrolle heißt, es muss möglich sein, seitens der Repräsentierten Responsivität der Repräsentanten zu erzwingen. Man muss die responsiv machen, selbst wenn sie es nicht sein wollen. Und eine vorzügliche Möglichkeit, Leute zur Responsivität zu zwingen, besteht eben darin, ihnen Ämter auf Zeit zu geben, die Wiederwahl attraktiv zu machen und sich das Recht auf Abwahlen vorzubehalten. Da müssen die Repräsentanten, wenn sie Amt behalten wollen, stets um die Zustimmung der Repräsentierten buhlen. Und wenn man gar noch plebiszitäre Instrumente einführt, müssen die Repräsentanten, wenn sie denn auf Wahlämtern beruhen, sogar zwischen den Wahlen Responsivität praktizieren. Also, es braucht den Verzicht auf eine a priori Definition von Gemeinwohl und erzwingbare Responsivität, etwa über den Wiederwahlmechanismus. Das zweite Element einer Repräsentationsbeziehung ist, dass die Repräsentanten und die Repräsentierten jederzeit unabhängig voneinander handeln können, sodass es stets zwischen ihnen krachen und knallen kann. Die Repräsentierten dürfen keine Befehlsempfänger der Repräsentanten sein. Es darf nicht sein, dass jene, die sagen, wir repräsentieren das Volk, dann einfach durchregieren und das Volk kann sich nicht dagegen wehren. Und umgekehrt besteht keine Repräsentationsbeziehung, wenn die Repräsentanten, Abgeordnete, Staatsoberhäupter, Minister und so weiter, wenn die Repräsentanten Hampelmänner der Bevölkerung sind, die einfach das nachzuvollziehen haben, was die Leute gerade wollen. Vielmehr besteht Repräsentation nur dann, wenn Repräsentanten und Repräsentierten in Konflikte eintreten können. Der Kern von Repräsentation ist das Konfliktpotenzial. Achtung, im dritten Schritt werden wir sehen, dass Repräsentation dann besteht, wenn dieses Konfliktpotenzial zwar da und institutionell maximal gemacht worden ist,
dass in der Praxis die häufigen Konflikte nicht allzu heftig und die heftigen Konflikte nicht allzu häufig sind. Sie merken, wir sind wieder im Zauberreich der Dialektik. Zunächst einmal braucht es also ein großes Konfliktpotenzial zwischen Regierten und Regierenden. Und wie stellt man das institutionell auf Dauer? Erstens dadurch, dass die Gesellschaft das Recht hat und auch die Praxis pflegt, sich selbst zu organisieren. Praktizierter Pluralismus. Frei sich gründende Parteien, frei sich gründende Verbände, freie Massenmedien, freies Demonstrieren, freies auf die Nerven gehen seitens der Bürger gegenüber den Abgeordneten. Alles das macht jene, die politische Macht ausüben, responsiv. Also wir brauchen Kommunikationsfreiheit, Koalitionsfreiheit, Versammlungsfreiheit, Demonstrationsfreiheit. Ohne all das wird es keine Repräsentation geben, weil ohne das kein Konflikt zwischen Repräsentanten und Repräsentierten zustande kommt. Wir brauchen wirksame Parteien, wirksame Interessengruppen, wirksame Massenmedien oder wirksame funktionale Äquivalente zu alledem. Oh, was ist denn das, ein funktionales Äquivalent? Bitte den Foliensatz zur Stunde über Systemtheorie aufschlagen. Dort ist genau erläutert, was funktionale Äquivalente sind. Und jetzt sehen Sie, warum wir all diese Begriffe wie funktionales Äquivalent, wie Responsivität brauchen. Dass es auf dem Papier Kommunikations-, Koalitions- und sonstige politische Freiheitsmöglichkeiten gibt, nutzt so lange nichts, wie die Repräsentierten selbst, die Bürgerschaft, nicht zumindest in bestimmtem Umfang aktiv sind. Es braucht für Repräsentation schon auch eine Bürgerschaft, die ihre Rolle nicht die als eine Horde von Untertanen definiert. Repräsentation ist dort nicht gegeben, wo Untertanen einer Obrigkeit gegenüberstehen. Repräsentation ist Arbeitsteilung. Die Bevölkerung sind die Auftraggeber, die Politiker sind die Auftragnehmer. Wir vergeben den Auftrag des Regierens oder entziehen ihn. Und wenn wir nicht zufrieden sind mit dem, was zusammen regiert wird, tja, dann demonstrieren wir, protestieren wir, wählen ab. Oder nutzen plebiszitäre Instrumente, falls die politische Klasse sie einer Bevölkerung nicht kunstvoll vorenthält. Die zweite Voraussetzung neben der Selbstorganisation der Repräsentierten befindet sich auf Seiten der Repräsentanten. Seitens der Repräsentanten braucht es ein freies Mandat. Und das heißt, die Repräsentanten, die Abgeordneten in unserem Fall, müssen rechtlich tun können, was immer sie wollen. Sie dürfen keine Marionetten sein, sonst haben wir ja keine Repräsentationsbeziehung mit großem Konfliktpotenzial, sondern sozusagen einen Automaten. Die Bürgerschaft wirft eine Münze ein und unten kommt raus, was sie sich gekauft hat. Die Bürgerschaft vergibt einen politischen Gestaltungsauftrag und schwuppdiwupp, die politische Klasse erfüllt ihn. So kann man sich einen Staat vorstellen, sogar eine Demokratie vorstellen. Aber mit Repräsentation hat das nichts zu tun. Fußnote, Sie merken an dieser Stelle, wie wahr der Satz ist, dass Repräsentation zunächst einmal nicht das Mindeste mit Demokratie zu tun hat. Also es braucht ein freies Mandat. Die Abgeordneten müssen tun können, was immer sie wollen. Anders formuliert, die Abgeordneten, die Politiker müssen jedes Recht haben, sich in Konflikte mit ihren Wählern und mit ihrer Partei und den Wählern ihrer Partei einzulassen. Nicht nur die Bürger müssen jedes Recht haben, wann immer sie wollen, den Konflikt mit der politischen Klasse zu suchen, sondern auch die politische Klasse muss das Recht haben zu sagen, ihr könnt uns mal den Buckel runterrutschen. Abgerechnet wird bei der nächsten Wahl und bis dahin seid ihr klüger. Regt euch gerne auf, die nächsten 2 Jahre regt ihr euch gewiss wieder ab und dann kann man vernünftig mit euch reden. Und dann werdet ihr mich wieder wählen. Aber, das kommt gleich hinzu, zum freien Mandat gehört zwingend, dass man sich gegen die Inhaber eines freien Mandats auch wehren kann. Ein freies Mandat, ohne dass man sich gegen seine Ausübung wehren kann, mündet in Willkürherrschaft. Wenn die Repräsentanten einfach tun können, was sie wollen, weil sie das Recht haben, ja, dann ist für uns, die Regierten, noch nicht allzu viel geleistet. Das freie Mandat muss Grenzen haben. Und
die für unseren Zweck am leichtesten einsehbare Grenze, weil wir sie schon in anderen Zusammenhängen behandelt haben, besteht eben darin, dass man die Repräsentanten zwar mit einem freien Mandat ausstattet, sie aber in ihrer Macht dem Wiederwahlmechanismus unterwirft. Dann können die Repräsentanten zwar während der Wahlperiode tun, was sie wollen, aber nur dann, wenn sie nicht wiedergewählt werden wollen. Wenn sie wiedergewählt werden wollen, können sie sich zwar jederzeit in Konflikte einlassen, aber sie tun das mit erheblichem persönlichen Risiko. Und das scheint ein ziemlich faires Geschäft zu sein. Wir vergeben den Auftrag zu regieren. Wir sagen, macht mal, ihr dürft machen, was ihr wollt, natürlich im Rahmen der Verfassung und des Rechtes. Aber wir werden am Wahltag mit euch abrechnen und euch rechtzeitig signalisieren, ob ihr ungefähr das tut, was uns einleuchtet. Wenn nicht, dann könntet ihr vielleicht erwägen, euren politischen Kurs zu ändern. Vielleicht könntet ihr ja zugeben, dass ihr euch in dem und dem Politikfeld geirrt habt. Vielleicht könntet ihr mit einer bestimmten Haltung der Demut vor uns auftreten. Denn wir sind in einem Staat, die deretwegen der Staat gemacht wird. Nämlich die länger schon im Lande lebende Bevölkerung, welche die länger schon im Lande bestehenden Umstände gerne weiter aufrechterhalten haben möchte. Und das wäre euer Job, könnte man sagen. Und das wäre dann ein faires Geschäft. Wir haben also als zweites Element von einer Repräsentationsbeziehung die institutionelle Sicherstellung, dass es stets Knatsch geben kann zwischen der politischen Klasse und der Bevölkerung. Technisch formuliert, es muss das Konfliktpotenzial maximiert werden. Und dann kommt freilich das dritte Element einer Repräsentationsbeziehung. Repräsentation besteht dann, wenn zunächst einmal das Konfliktpotenzial maximiert ist und es anschließend den Repräsentanten gelingt, jenes Konfliktpotenzial ziemlich befriedet zu halten. Und bevor ich Ihnen das erläutere, haben wir eine Frage zu beantworten. Wir haben gelernt, dass es sehr wichtig ist, das Konfliktpotenzial zu ermöglichen. Aber wird beispielsweise durch Elemente der direkten Demokratie, wird diese Möglichkeit den Mandatsträger nicht genommen, dass sie dann eben keine Konflikte mehr ausführen können, sondern direkt den Willen der Bürger ausführen müssen? Das hängt vom Mischungsverhältnis ab. Wenn man ihnen das freie Mandat nimmt, dann haben sie keine Möglichkeit, sich in Konflikte einzulassen. Bloß weil man plebiszitäre Instrumente hat, ist das freie Mandat ja nicht genommen. Jene, die erkennen, was die Bevölkerungsmehrheit will und es tun, haben große Chancen, wiedergewählt zu werden. Nun könnte man argumentieren, ja eigentlich muss es doch so sein, dass jene, die regieren, sich über die Wünsche der Regierten jederzeit und folgenlos hinwegsetzen müssten. Ja, das kann man so sehen. Dann braucht es eine Begründung und die läuft dann ziemlich unweigerlich auf die Vorstellung eines Gemeinwohls a priori hinaus. Für ein autoritäres System ist Repräsentation etwas, was man sich besser nicht zulegt, weil dann ist es mit dem autoritären Durchregieren vorbei. Man kann sich aber ein freiheitliches System mit Repräsentation nur dann leisten, wenn die Gesellschaft dafür bereit und fähig ist. Wenn sie also im Frieden leben und Konflikte friedlich austragen und Niederlagen akzeptieren will. Wenn das nicht der Fall ist, braucht man es mit Repräsentation und freiheitlicher Regierungsweise besser nicht zu versuchen. Dann ist eine Diktatur die angemessene Staatsform. Ist das die Antwort auf Ihre Frage? Wenn Sie nachfragen nach dem Teil, den ich noch nicht beantwortet habe, will ich gerne mich bemühen, das fehlende Stück noch nachzuliefern. Ja, selbstverständlich. Das ist die wesentliche Leistung von Repräsentanten. Denn wenn die nicht sich ihren eigenen Kopf machen wollten, wenn die nicht sich bemühen wollten, etwas besser zu verstehen als wir, das Volk, dann könnte man sich ja die ganze Horde von Abgeordneten auch sparen. Und die Frage ist jetzt, wie wird das gewährleistet, wenn wir direkte plebiszitäre Elemente haben? Wenn also direkt die Bindung dafür kommt, wenn sich eben die Mandatsträger gegen den Willen des Volkes stellen? Das habe ich in der Stunde über plebiszitäre Instrumente beschrieben. Man darf nicht die falschen einführen, sondern die richtigen. Und das Beste der richtigen Instrumente ist das fakultative Gesetzesaufheben der Referendum. Die Repräsentanten machen Gesetze.
Und in der Bevölkerung kann man dann eine Volksabstimmung initiieren, die das Gesetz wieder aufhebt. Und wenn sich die Repräsentanten getäuscht haben in Bezug auf das, was die Bevölkerung wirklich will und keine guten Argumente haben, dann verlieren die Volksabstimmung. Und das Gesetz wird aufgehoben und es geschieht dann nicht der Wille der Obrigkeit, sondern der Wille der Bürgerschaft bzw. ihrer Mehrheit. Und das scheint ein ziemlich faires und plausibles System zu sein. So, schauen wir nun das dritte Element noch näher an und bauen wir das nochmal in den Dreiklang von Repräsentation ein. Erstens fangen wir damit an, dass die Repräsentanten im Interesse der Repräsentierten zu handeln haben. Und dass man Instrumente braucht, um sie zu solcher Responsivität auch anzuhalten. Zweitens muss man das Konfliktpotenzial zwischen Repräsentanten und Repräsentierten maximieren. Und drittens müssen die Repräsentanten dann das Kunststück zustande bringen, dass dieses Konfliktpotenzial befriedet wird. Und das geht durch zwei Dinge. Das eine ist das Praktizieren von Responsivität. Das andere ist das Praktizieren von politischer Führung. Schauen wir uns das näher an. Man praktiziert Responsivität, indem man klar macht, wir wissen, wo euch der Schuh drückt. Wir kennen eure Sorgen. Wir reden so, dass ihr uns versteht und dass ihr begreift, wir können die Welt auch mit euren Augen sehen. Zweitens, diese Responsivität darf man nicht nur simulieren, sie muss glaubhaft gemacht werden. Nämlich dadurch, dass die Politik, welche die Repräsentanten machen, tatsächlich gemeinwohlorientiert ist. Und Gemeinwohl, haben wir in der Stunde über Pluralismus uns klar gemacht, besteht aus zwei Komponenten. Komponente 1 ist Gerechtigkeit, Komponente Nummer 2 ist Nachhaltigkeit. Man muss dann schon auch eine Politik machen, welche die Bevölkerung als gerecht zu empfinden vermag. Und zwar nicht manipulativ dazu getrieben, sondern mit plausiblen, der Kritik standhaltenden Argumenten. Und man muss eine Politik betreiben, die nicht nur für den Moment gerecht ist oder sich gut anfühlt, sondern die nach 10 Jahren immer noch Bestand hat, die zu nachhaltigen Strukturen führt, wo man nicht die Ressourcen von wenigen Jahren in kurzer Zeit verwirtschaftet und vergeudet. Und ob es gerecht zugeht und nachhaltig zugeht in einem Land, darüber kann man zwar streiten, aber völlig simulieren, rein fiktiv imaginieren, lässt sich Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit nicht. Das unterliegt schon ziemlich stark dem Realitätstest. Wenn immer mehr Leute verarmen in einem Land, etwa unter dem Diktat der Globalisierung, wird man schlecht von einer gerechtigkeitsmehrenden Politik sprechen können. Das dritte Element bei der Befriedung des repräsentationsermöglichenden Konfliktpotenzials ist das Einwirken der Repräsentanten auf die Repräsentierten durch Argumente und durch Werbung für ihre Positionen. Man erklärt die Politik, die man macht. Man sagt nicht einfach, das, was wir tun, ist alternativlos. Vogel friss oder stirb, wobei das Zweite wahrscheinlich besser wäre, denn ihr stört bloß. Erklären, warum man etwas tut, sodass die politischen Gegner auch die Erklärung nachvollziehen können, wenn sie halbwegs vernünftig zu denken gesonnen sind. Auch werben. Auch die Aussage, ich verstehe schon, dass ihr nicht so richtig durchblickt, warum wir uns so verhalten. Aber wenn ihr mir mal 10 Minuten zuhören würdet, würde ich euch erklären, wie kompliziert das Räderwerk ist, das wir zu bedienen haben. Habt ihr Lust? Schön, ich erkläre es euch 10 Minuten lang. Aha, wenn ihr jetzt seht, wie kompliziert die Entscheidungen sind, die wir zu treffen haben, bitte seht ein, dass das, was wir tun, zwar nicht das ist, was euch zunächst einleuchtet, aber es ist immer noch das am wenigsten Schlechte. Man wirbt für seine Politik. Einer der Gründerväter der deutschen Politikwissenschaft, Sozialdemokrat und von den Nazis ins amerikanische Exil getrieben, dann wieder zurückkehrend und in Berlin die deutsche Politikwissenschaft am Otto-Suhr-Institut aufbauend, Ernst Fraenkel, der wichtige Schriften über Repräsentation uns hinterlassen hat, beschrieb die Aufgabe von Repräsentanten einmal so: Repräsentanten haben sich zu bemühen, den empirisch vorfindbaren Volkswillen, also das, was die Repräsentierten tatsächlich denken und meinen und wünschen und behaupten, diesen empirisch vorfindbaren Volkswillen
zu veredeln zu jenem hypothetischen Volkswillen, den die Leute dann hätten, wenn sie sich genauso gründlich und kenntnisreich mit den politischen Sachfragen und Entscheidungsnotwendigkeiten befassen könnten, wie das die Repräsentanten tun. Das heißt, nicht einfach nachbeten, was die Leute sagen, sondern es verbessern zu einer stimmigen Politik, die auf Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit ausgeht. Den Willen, den die Leute haben, zu veredeln und dann freilich den Leuten erklären, warum man nicht so denkt wie sie, warum man nicht das tut, was sie wollen. Aber Achtung, es macht einen gigantischen Unterschied, ob sie sich hinstellen und sagen, ihr seid die Mischpoke und das Pack und eine Schande für unser Land, euch muss man gar nicht zuhören, was ihr da sagt und denkt, das sind reine Phantasmagorien, wir wissen alles besser und folglich machen wir alternativlos diese Politik. Das ist etwas ganz anderes, als sich hinzustellen und zu sagen, wir verstehen schon, was ihr wünscht und wollt und seht, nämlich Folgendes. Wir verstehen, was ihr möchtet, nämlich Folgendes. Wir machen das, was ihr möchtet, aber nicht aus den folgenden Gründen. Das sind aus folgenden Gründen die Leitgedanken und die Grundentscheidung unserer Politik. Und aus folgenden Gründen glauben wir, dass diese Politik auch gerecht und nachhaltig ist. Wir werden sie also durchführen und bei der nächsten Wahl könnt ihr darüber entscheiden, ob ihr euch getäuscht habt oder ob wir uns getäuscht haben. Schauen Sie, die Politik kann exakt die gleiche sein, aber es macht einen Unterschied, auf welchem Weg man zu seiner Politik kommt. Durch Arroganz der Macht oder durch Zuhören. Und es macht einen Unterschied, wie man seine Politik in die Praxis umsetzt. Durchregieren mit den Mitteln von Ausgrenzung und Repression oder durch Argumentieren und Überzeugen. Genau der zweite Weg führt zu einer Repräsentationsbeziehung. Der erste Weg führt zu autoritären Politikmustern selbst innerhalb einer Demokratie. Fassen wir zusammen, was wir haben. Sie sehen, Repräsentation ist was ziemlich Kompliziertes. Sie braucht auch ein ziemlich kompliziertes institutionelles Setting und sie braucht schon ziemlich komplizierte mentale Voraussetzungen. Alles das, was wir in der Stunde über Pluralismus uns klar gemacht haben, ist notwendig, um eine wirklich innerlich akzeptierte Repräsentationsbeziehung zu stiften. Gibt es dazu Nachfragen? Dann fassen wir Wichtiges am Gedankengang noch einmal zusammen in einem Bild. Das sind also jene Teile des Volkes, die sich gerade am Montagabend erregen. Die haben Zulauf. Manche andere überlegen sich auch, ob sie das ganze System in die Luft sprengen sollen. Und da oben steht die politische Klasse, sozusagen der ideelle Gesamtpolitiker. Tja, und mancher von denen hat auch eine Idee. Das da unten ist das Volk, da oben, das sind die Repräsentanten und dazwischen, wo es duster wird, ist das Konfliktpotenzial. Die Leute unten wollen etwas von denen da oben, sie fordern, manches unterstützen sie auch. Die da oben treffen Entscheidungen, praktizieren Responsivität, praktizieren Führung. Sie merken, das ist das gute alte Systemmodell, aber wir haben was Neues eingeführt. Nämlich zwischen denen da unten und denen da oben gibt es nun ein labiles Gleichgewicht. Oder besser gesagt eine labile Balance. Es muss kein Gleichgewicht sein. Das kann ständig abstürzen. Nach links, nach rechts, nach vorne und hintern. Am besten verstehen Sie Repräsentation anhand des folgenden Bildes. Man nehme einen Gartenschlauch. Man drehe das Wasser an, sodass ein Wasserstrahl entsteht. Man nehme einen Tennisball und setze den auf den Wasserstrahl. Aha, den muss man jetzt so regulieren, dass er den Ball nicht davonträgt, sondern gerade so viel Wucht das Wasser besitzt, dass der Ball in der Schwebe bleibt. Jetzt stelle man sich noch vor, dass man durch einen mit Hügeln, mit Bergen, mit Klüften ausgestatteten Park zu gehen hat mit seinem Gartenschlauch und soll den Ball oben halten. Und jetzt stelle man sich noch vor, dass es Windböen gibt,
die dazu veranlassen, irgendwelche nachsteuernden Bewegungen zu machen. Solange der Ball oben bleibt, besteht Repräsentation. Wenn er runterfällt, kippt das Ganze entweder in eine Herrschaftsbeziehung oder in irgendwas zwischen Anarchie und Bürgerkrieg. Schauen Sie, das ist das Wesentliche, was Sie begreifen müssen. Repräsentation ist was Komplexes. Und jetzt, glaube ich, wird auch der Satz verständlich, dass Repräsentation eine Systemeigenschaft ist, die man nicht festmachen kann, ob sie bestünde oder nicht bestünde an einzelnen Abgeordneten. Das alles vorausgeschickt habend und hoffentlich von Ihnen gut verstanden seiend, können wir uns jetzt dem Verhältnis von Repräsentation und Demokratie widmen. Als Gründern der Gedankenfaulheit und reiner Konventionalität wird Repräsentation und Demokratie meistens in der Wortverbindung von der repräsentativen Demokratie oder von der demokratischen Repräsentation gebraucht. Und fast alle Welt hat den Eindruck, dass Repräsentation und Demokratie im Grunde dasselbe ist. Und nichts könnte falscher sein als das. Repräsentation gab es längst vor der Entstehung von Demokratie, was im Wesentlichen moderne Demokratie ist. Die antiken Demokratien in den griechischen Polis, die kannten zwar Demokratie, aber wenig Repräsentation, zumindest innerhalb der Polis. Wenig Repräsentation, allenfalls die attische Bulle könnte man als Repräsentationsorgan bezeichnen, aber das ist ein Sonderthema. Also Repräsentation gab es längst, bevor es Demokratie gab. Die Griechen hatten das in ihren Bundesrepubliken, wo sich verschiedene Polis zu Staatenbünden zusammenschlossen, Achaiischer Bund, Boiotischer Bund und was es da so alles gab. Die hatten natürlich Bundesräte, bestückt von Abgesandten der vereinigten Polis. Die alte Kirche kannte Repräsentation. Als im ersten Jahrhundert das Osterfest festzulegen war, wann soll Ostern gefeiert werden, wann soll Weihnachten gefeiert werden, ja, da mussten die inzwischen über das ganze Reich verbreiteten oder fast über das ganze Reich verbreiteten Christengemeinden irgendwie den Modus finden, wie legt man das Osterfest fest. Und so kam es in Nordafrika zu den ersten Konzilien. Also Ratsversammlungen, wo Teilkirchen ihre Abgesandten, meistens die Bischöfe, hinschicken. Und dann einigt man sich auf etwas. Mit Demokratie haben die ganzen Konzilien, die es ja bis zum Zweiten Vatikanischen Konzil in den 1960er Jahren gab, mit Demokratie haben die Konzile nicht das Mindeste zu tun. Mit Repräsentation aber sehr wohl. Die christlichen Orden haben die gesamte moderne Repräsentationsmaschinerie erfunden. Insbesondere die Dominikaner. Da können Sie sich mal belesen, die ältesten Verfassungsurkunden gehen auf Sie zurück. Da gibt es ein ausgeklügeltes System von Generalkapiteln, Provinzkapiteln und so weiter. Das alles ist Repräsentation mit allen Eigentümlichkeiten, die wir davor besprochen haben. Und hat mit Demokratie nicht das Mindeste zu tun. Die Ständeversammlungen, die wir aus der europäischen Geschichte kennen, wo der Adel, wo die Geistlichkeit, wo die Städte, im 19. Jahrhundert in Sachsen auch die Universität Leipzig mit einem Vertreter zusammenkommt. Diese ganzen Ständeversammlungen sind Repräsentationsorgane und zwar sehr, sehr wirksame. Aber natürlich haben die Ständeversammlungen mit Demokratie nicht das Mindeste zu tun, obwohl sie die in Europa am längsten bestehende Form von politischer Repräsentation sind. Also, machen Sie sich klar, Repräsentation hat mit Demokratie zunächst einmal nicht das Allermindeste zu tun. Was sich aber viele durchaus klar machen, ist, dass irgendwie die Repräsentation so ein Gegenprinzip zu dem ist, was man als die richtige Demokratie empfindet. Richtige Demokratie ist die unmittelbare Demokratie, wo Regierende und Regierte identisch sind, wo sie keine Repräsentanten zwischen die Regierten und das politische Entscheidungssystem drängen. Oder Repräsentation ist das Gegenstück zur plebiszitären Demokratie. Eigentlich funktioniert Demokratie so, dass die Regierten, wann immer sie wollen, idealerweise am Computer jeden Tag zweimal, die von einer Zentralstelle vorgegebenen Entscheidungen treffen. Zweimal am Tag geht man an den Computer und kriegt da vorgelegt von der Bundesregierung verschiedene Sachen, macht seinen Klick bei Ja oder Nein oder Enthaltung, das wird automatisch ausgezählt und auf diese Weise wird demokratisch regiert nach dem Prinzip plebiszitäre Demokratie.
Wenn man sich Demokratie so vorstellt, erkennt man durchaus, dass Repräsentation etwas ganz, ganz, ganz anderes ist. Und Tatsache ist, dass in diesem Gefühl, dass sozusagen die repräsentative Demokratie so gar nicht die eigentliche Demokratie sei, dass etwas Demokratiefremdes sich hier in ein demokratisches System hineindränge, in dieser Empfindung spiegelt sich der völlig richtige Sachverhalt, dass Demokratie und Repräsentation tatsächlich zwei völlig verschiedene Stiefel sind. Aber wenn Lebewesen wie wir zwei Beine haben, zieht man sich eben auch zwei Stiefel an und hinkt, wenn man nur einen anhat. Und obwohl Repräsentation und Demokratie zwei verschiedene Stiefel sind, bekommt es einem gut, wenn man beide trägt, statt nur einen davon. Denn man kann das Repräsentationsprinzip vordemokratisch, wie es ist, sehr wohl mit dem Demokratieprinzip verbinden. Und so entsteht ein extrem leistungsfähiger Systemtyp. Und ich habe Ihnen ja schon die ersten Ausblicke darauf gegeben. Wenn man die Repräsentanten wählt und dem Wiederwahlmechanismus unterwirft, und wenn sich eine Zivilgesellschaft machtvoll selbst organisiert mit Interessenverbänden und Parteien und Demonstrationskapazität, ja, dann kann man den Repräsentanten schon ganz schön heimleuchten und sie schön in der Furcht des Herrn halten. Und der Herr in einer Demokratie ist nun einmal das Volk. Man kann also Repräsentation und Demokratie verbinden über den Wiederwahlmechanismus, der die Repräsentanten unglaublich responsiv macht, weswegen man vor den Wahlen alles Mögliche verspricht, nach den Wahlen die Wahlversprechen bricht und wenn nicht, ist es auch nicht recht. Die SPD versprach, nicht mehr unter Kanzlerin Merkel dienen zu wollen. Am Wahlabend wurde das bekräftigt und dann war es den Deutschen wieder nicht recht. Also, Sie merken, über den Wiederwahlmechanismus halten wir die Repräsentanten in der Furcht des Herrn und ab und zu wissen sie dann nicht mehr ein noch aus. Jetzt haben wir die Sache abstrakt betrachtet, jetzt können wir die Fäden zusammenziehen und uns die Historie des Parlamentarismus ansehen, wo man die unterschiedlichen kulturellen Erscheinungsformen des bislang theoretisch Erörterten unmittelbar vor Augen bekommt. Was ist Parlamentarismus? Parlamentarismus ist eine Sammelbezeichnung für wichtige Strukturelemente, für wichtige Funktionsweisen eines politischen Systems, das eine Vertretungskörperschaft hat. Eine Vertretungskörperschaft. Das kann ein Konzil sein, wie im politischen System der römischen Kirche. Das kann eine Ständevertretung sein, wie in den abendländischen Staaten. Das kann ein Parlament sein. Nun gibt es zwei verschiedene Begriffe vom Parlamentarismus. Einen weiten Begriff und einen engen Begriff, wie bei politischer Kultur. Auch da gibt es einen weiten und einen engen Begriff. Der weite Begriff vom Parlamentarismus meint, Parlamentarismus liegt vor, wo es in einem politischen System eine Vertretungskörperschaft gibt, die eine zumindest symbolisch hervorgehobene Rolle spielt, die zumindest symbolische Funktionen erfüllt, auch wenn sie in der Alltagspolitik nicht viel zu sagen hat. Wie das etwa die sozialistischen Parlamente gewesen sind. Im engen Begriff des Parlamentarismus versteht man unter Parlamentarismus die Funktionsweise eines politischen Systems und das Strukturelement eines politischen Systems, wo es eine Vertretungskörperschaft gibt, die aus demokratischen Wahlen entsteht, also dem Wiederwahlmechanismus unterliegt, und die auf praktiziertem Pluralismus beruht. Parlamente sind in dieser Sichtweise, und Parlamentarismus liegt in dieser Sichtweise nur vor, im Kreis der westlichen Staaten. Ich empfehle dringend, den engen Begriff nicht zu verwenden, sondern den weiten Parlamentarismusbegriff zu verwenden. Denn nur dann erkennt man, dass demokratischer Parlamentarismus mit seinen Vorzügen eben nur eine Sonderform von Parlamentarismus ist. Parlamentarismus liegt daran, ob Repräsentation besteht, die ihrerseits schon etwas Komplexes ist. Repräsentation, die der Demokratie nicht bedarf, die durch Verbindung mit Demokratie, insbesondere über den Wiederwahlmechanismus, aber besonders wirkungsvoll wird, weil man dadurch Responsivität erzwingt, weil man dadurch das Konfliktpotenzial zwischen Repräsentanten und Repräsentierten steigert, weil man dadurch die Notwendigkeit erhöht, dass die Repräsentanten tatsächlich kommunikative politische Führung ausüben, Politik erklären
und nicht einfach unter der Behauptung der Alternativlosigkeit ihrer Politik durchregieren. Das ausgeführt habend, Ihnen ans Herz gelegt habend, dass Sie einen weiten Parlamentarismusbegriff verwenden, können wir nun auch die Wurzeln vom Parlamentarismus klar überblicken. Es gibt 5 Wurzeln, 5 Formen von Parlamentarismus, quer durch die Geschichte. Und alles ist Parlamentarismus. Und die Funktionslogik ist vielfach die gleiche. Lediglich die Bindekräfte, die Arten der Bindungen zwischen Repräsentanten und Repräsentierten sind durchaus unterschiedlich, weswegen die einzelnen Parlamentarismen auch verschieden funktionieren. Der korporative Parlamentarismus besteht immer dort, wo eine Vertretungskörperschaft das Gremium oder ein Gremium der Selbstregierung ist oder der Selbstverwaltung ist. Wo immer es eine Selbstverwaltungskörperschaft, eine Selbstregierungskörperschaft gibt, liegt korporativer Parlamentarismus vor. Die Beispiele machen die Sache ziemlich leicht einsichtig. Universitätsgremien sind Formen von korporativem Parlamentarismus. Der Senat unserer Universität, die Fachbereichsräte, überall dort vollzieht sich Repräsentation. Die Delegiertenversammlungen von Parteien und Verbänden, etwa im Bundesparteitag der SPD, das ist ein Repräsentationsorgan vom Typ korporativer Parlamentarismus. Und natürlich, schon mehrfach benannt, die Kapitel der christlichen Orden, die Synoden in den evangelischen Kirchen, die Konzilien im römischen Bereich. Das ist der korporative Parlamentarismus und er ist so selbstverständlich, dass wir ihn oft gar nicht mit dem etwas technisch anmutenden Begriff des Parlamentarismus versehen. Die nächste Erscheinungsform des Parlamentarismus ist die älteste, die wir historisch nachweisen können. Das ist der föderale Parlamentarismus. Er liegt dann vor, wenn eine Vertretungskörperschaft vorliegt, entweder ständig tagend oder periodisch zusammentretend, die aus den realen Machtträgern von zusammenwirkenden politischen Systemen besteht oder eben aus Abgesandten der zusammenwirkenden politischen Systeme mit mehr oder minder großen Vertretungsbefugnissen. Beispiele: der Deutsche Bundesrat. Er besteht aus den Bevollmächtigten der Länder beim Bund, aus den Ministerpräsidenten, aus von der Landesregierung bestellten Ministern. Sie vertreten ihre Länder. Responsiv, mit Konfliktpotenzial, politische Führung im Inneren ausüben müssend. Der Ministerrat der Europäischen Union ist das noch offenkundiger. Denn natürlich vertritt er genau jene Nationalstaaten, die die Europäische Union gegründet haben und weiterhin betreiben. Das ist föderaler Parlamentarismus. Im alten Griechenland, so im ersten vorchristlichen Jahrhundert, als es die Bundesrepubliken dort gibt, sind die Synhedrien genau die Bundesräte. Und die am leichtesten fassbaren frühen Beispiele von föderalem Parlamentarismus in unserem Teil der Welt. Was haben wir sonst noch? Wir gehen über auf jenen ständischen Parlamentarismus, aus denen alle unsere europäischen Parlamentarismen hervorgegangen sind. Ständischer Parlamentarismus liegt vor in Gestalt einer Vertretungskörperschaft, in der die rechtlich wie faktisch realen Machtträger eines Gebietes mit ineinandergreifenden Herrschaftsbefugnissen zusammentreffen. Es gibt Machtträger, die auf einem Gebiet Herrschaftsbefugnisse haben, die ineinandergreifen. Wie stelle ich mir das vor? Etwa so. Im alten Heilig-Römischen Reich Deutsche Nation gibt es Territorien, die werden von Fürsten regiert. Auf dem Territorium des Fürsten erhebt sich auch eine Kirchenorganisation, eine römische nämlich. Ein Teil des Territoriums untersteht in religiöser Hinsicht dem Bischof von X-Stadt, ein anderer Teil dem Bischof von Y-Stadt, ein anderer Teil dem Abt von sowieso. Mitunter sind auch Bischöfe und Abteien mit Gelände, mit Territorium, mit Ortschaften belehnt, dann kann es sein, dass der Fürstbischof selbst auch sein Territorium vertritt. Dass aber zugleich auf seinem Territorium ein anderer Fürst eigenständige Herrschaftsbefugnisse über einzelne Gemeinden, Teilstädte und so weiter hat.
Das ist das gesamte komplexe Schichtgefüge des abendländischen Staates, so wie aus den Wirren der Völkerwanderungszeit entsteht und sich im dualistischen Ständestaat mehr und mehr verfestigt. Jenem Ständestaat, dem typischerweise die folgende Ständegliederung zugrunde lag: Es gibt die Bauern, es gibt die Leute in den Städten, es gibt die Geistlichkeit, in deren Reihen man die Intellektuellen findet, es gibt den Adel mit unterschiedlichen Rängen. Und diese vier Stände, und Achtung, in manchen Teilen Deutschlands eben auch die Bauern, in Vorarlberg oder in Dithmarschen, sind diese vier Stände in den Ständeversammlungen, die vom Landesherrn periodisch einberufen werden, vertreten und beratschlagen dort gemeinsam. So wie ich es beschrieben habe, können als Stände teils Territorien vertreten sein. Der Großherzog von Baden, der Herzog von Sachsen. Es können aber auch Korporationen vertreten sein. Das Kloster sowieso. Die Universität Leipzig etwa auf dem sächsischen ständischen Landtag. Beispiele für die altständischen Parlamentarismen sind die von mir schon erwähnten Landstände, Provinzialstände, Reichsstände. Im 19. Jahrhundert entdeckte man dann, dass so die alte ständische Gliederung mit Adel und Bürgertum und Bauern so nicht mehr funktioniert, sondern man sagte sich, man sollte eher die Gesellschaft nach ihren Berufsgruppen gegliedert wahrnehmen und repräsentieren. So entstehen berufsständische Parlamente, etwa die spanischen Cortes zur Zeit von Franco. So entsteht der Bayerische Senat nach dem Zweiten Weltkrieg, der vor 15, 16 Jahren abgeschafft worden ist, wo die großen Verbände, Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Landwirtschaft, die Glaubensgemeinschaften und so weiter mit einer bestimmten Anzahl von Vertretern repräsentiert waren. Und so entstehen jene Wirtschafts- und Sozialräte, die sich alle möglichen internationalen Organisationen zulegen. Die Europäische Union hat einen Wirtschafts- und Sozialrat, die französische Fünfte Republik hat natürlich einen Wirtschafts- und Sozialrat, die Vereinten Nationen haben einen Wirtschafts- und Sozialrat, und der Leitgedanke ist, dass man eben Interessengruppen, um es einfach zu sagen, auch noch am Repräsentationsgeschehen beteiligt. So etwas nennt sich neuständische Repräsentation. Wir nähern uns der Gegenwart und kommen zum liberalen Parlamentarismus. Er entsteht im Schoß der ständischen Repräsentation in ununterbrochener Kontinuität in England, mit Kontinuitätsbrüchen in Frankreich, in Deutschland und sonst wo. Liberaler Parlamentarismus liegt dort vor, wo es eine Vertretungskörperschaft gibt, unter gleich welchen Namen, die aus Repräsentanten unterschiedlicher gesellschaftlicher Gruppen besteht, wobei diese Abgeordneten ein freies Mandat besitzen und dank ihres freien Mandats Gegenmacht zur Exekutive ausüben können. Diese Repräsentanten können demokratisch gewählt sein oder nicht. Es kann sozusagen ein undemokratisches Wahlrecht sein. Es dürfen nur die Männlein wählen, die Damen wählen aber nicht. Es kann ein Zensuswahlrecht sein. Sie können auch ernannt sein. Wichtig ist, dass sie ein freies Mandat haben. Das macht den liberalen Parlamentarismus aus. Woher kommt die Denkfigur des freien Mandats? Es gibt eine ideologische Quelle, sie findet sich bei Rousseau. Dort entsteht das Volk dadurch, dass sich jeder seiner eigensüchtigen Interessen begibt und jeder jedem anderen übergibt, mit Haut und Haaren sozusagen, unter der Bedingung, dass der andere das auch mit einem selbst tut, sodass aus dieser wechselseitigen interessenfreien Hingabe die gemeinsame Ausrichtung an der Volonté générale, sozusagen am Gemeinwohl, entsteht. Und deswegen, so die ideologische Begründung, müssen die Abgeordneten in den Parlamenten alle ihre persönlichen Interessen, alle ihre Parteiinteressen vergessen. Sie haben ein freies Mandat, sind nur ihrem eigenen Nachdenken, im eigenen Urteil verpflichtet. Und wenn die sich so verhalten, also von allen gesellschaftlichen Interessen detachiert, dann werden sie in einem offenen Diskurs von mit freiem Mandat ausgestatteten klugen Menschen das Gemeinwohl ausfindig machen und dann beschließen. Das klingt schön, das ergötzt so manche Staatsrechtslehrer, ist aber nichts als eine ideologische Fiktion.
In Wirklichkeit entsteht das freie Mandat wie folgt, und man kann die klassische Stelle nachlesen bei der berühmten Rede von Edmund Burke an die Wähler in Bristol, und das Argument geht wie folgt. Wenn wir im Parlament der Krone gegenüber, und wir befinden uns jetzt im späten 18. Jahrhundert, wenn wir im Parlament der Krone gegenüber Macht ausüben wollen, wir Parlamentarier, dann müssen wir verhindern, dass der König, der Monarch, uns wechselseitig ausspielt. Wir müssen in der Lage sein, uns im Parlament zu schlagkräftigen Mannschaften zu organisieren. Das geht nur dann, wenn wir begreifen, dass wir nicht Botschafter voneinander feindlich gesinnten Staaten sind. Ich bin Botschafter von Edinburgh, du bist Botschafter von York, er ist Botschafter von Glasgow, der nächste ist Botschafter von Bristol, und wir haben die Interessen von Edinburgh, von York, von Bristol und so weiter zu vertreten. Mit allen diplomatischen Kniffs. Nein, sagt Burke, wir sind keine Botschafter einander feindlich gesinnter Staaten. Wir sind die Vertreter des englischen Volkes. Das englische Volk, so wie wir es sehen, das vertreten wir, ganz gleich, ob wir aus Bristol, Liverpool oder sonst wo kommen. Und eben weil wir Vertreter des Volkes sind und uns im Parlament zu Mannschaften zusammenschließen wollen, zu Mannschaften, von denen die eine glaubt, das Gemeinwohl liegt in folgender Politik, die andere glaubt, das Gemeinwohl liegt in jener Politik, und der dritte glaubt, das Gemeinwohl liegt in der Politik, die der König macht, aufgrund seiner höheren Weisheit. Eben weil wir uns zu politischen Kampfgemeinschaften, zu Mannschaften zusammenschließen wollen, müssen wir durchsetzen, dass die Wähler in Bristol, in Liverpool, in York, in Edinburgh uns nicht ein imperatives Mandat aufs Auge drücken können. Wir müssen frei sein von unseren lokalen Bezügen und Bindungen, damit wir im Parlament politische Bindungen eingehen können. Wenn Sie den Gedankengang wachen Sinnes mitverfolgt haben, werden Sie auf folgende Pointe stoßen. Das freie Mandat gibt es zu keinem anderen Zweck als dafür, Fraktionsdisziplin zu ermöglichen. Das freie Mandat ist die Voraussetzung dafür, dass Abgeordnete nach eigenem Entschluss sich in Fraktionen zusammenschließen und in diesen Fraktionen auch dann Disziplin gemäß einer vereinbarten Fraktionslinie halten können, wenn die Leute zu Hause schäumen und toben. Merken Sie, wie genau das freie Mandat hier in diesem historischen Moment, spätes 18. Jahrhundert, Repräsentation ermöglicht? Ab der Einführung des freien Mandats konnten sich Abgeordnete in Konflikt mit ihrer Wählerschaft nicht nur faktisch begeben, sondern auch normativ, um im Parlament machtbildende Mannschaften aufzubauen. Im liberalen Parlamentarismus gibt es noch keine starken Parteien, gibt es noch kein allgemeines Wahlrecht, gibt es noch nicht so viel Alphabetisierung, dass alle Leute die Zeitungen lesen können und die öffentliche Meinung ein wirksamer Druck auf Abgeordnete wird. Aber in dieses Denkgehäuse, in diese Praxis des liberalen Parlamentarismus stößt dann später die Einführung von Demokratie durch die Einführung von periodischen freien Wahlen mit Wahlrecht für alle. Beispiele also für diesen liberalen Parlamentarismus ist das englische Parlament seit dem späten 18. Jahrhundert, sind die französischen Parlamente zwischen der Revolution und der Dritten Republik, sind die Abgeordnetenhäuser des deutschen Frühparlamentarismus bis zur Einführung des allgemeinen Wahlrechts, welches auf Reichsebene 1971 als allgemeines Männerwahlrecht, wohlgemerkt nicht Frauenwahlrecht, erreicht wird. Und damit kommen wir zur jüngsten Entwicklung in der Abteilung Parlamentarismus, das ist der demokratische Parlamentarismus. Demokratischer Parlamentarismus liegt vor, wenn die Vertretungskörperschaft aus Abgeordneten besteht, die in freien, geheimen, gleichen, allgemeinen, unmittelbaren Wahlen gewählt werden. Wenn also die Abgeordneten über den Wiederwahlmechanismus an die Leine des Volkes gelegt sind und zur Responsivität auch gezwungen werden. Gleichwohl haben sie ein freies Mandat. Sie hängen zwar ab davon, dass sie aufgestellt und wiedergewählt werden oder dass ihre Partei nicht aus dem Parlament fliegt, aber unter Inkaufnahme des Risikos, dass man wieder aus dem Parlament fliegt oder nicht wieder aufgestellt wird, ist man frei zu tun, was man will. Und das heißt,
Nach der Wahl bin ich als Abgeordneter am freiesten. Je näher der nächste Wahltermin rückt, umso abhängiger werde ich von den Nominierungsgremien meiner Partei und von den wahrscheinlichen Wahlneigungen der Bürgerschaft. Das ändert sich im Laufe der Wahlperiode. Völlig frei sind Abgeordnete, die nicht mehr wiedergewählt werden wollen oder in manchen politischen Systemen wie in der Hälfte der amerikanischen Bundesstaaten nicht mehr wiedergewählt werden können. Die müssen sich um die Bevölkerung nicht scheren. Genau das sehen wir in den USA, wo wir das Feldexperiment haben, dass in der Hälfte der Bundesstaaten es Term Limits gibt, also die Abgeordneten nach der zweiten Wahlperiode nicht wiedergewählt werden können und in den anderen schon. So kann man wunderbare Vergleichsanalysen machen. Nach den deutschen Politiklegenden sind genau die Abgeordneten, die nicht mehr wiedergewählt werden können, besonders frei, sich um die Bürger zu kümmern, weil ihre Parteien ihnen nicht in die Quere kommen können. In der Wirklichkeit stellt man fest, dass diese Abgeordneten sich dann auf ein Leben nach der Politik einstellen und die Bürgerschaft ihnen sozusagen herzlich egal ist. Denn von der hängen sie nun nicht mehr ab. Wichtig ist beim demokratischen Parlamentarismus eben jene Dialektik, die dem ganzen Repräsentationssystem innewohnt. Die Abgeordneten müssen das freie Mandat haben, sonst gibt es kein Konfliktpotenzial, aber sie müssen erbarmungslos an die Zustimmungsbereitschaft der Wählerschaft zurückgebunden sein. Und eben jene, die diese Dialektik nicht begreifen, die kommen auch auf die Idee, dass Demokratie und Repräsentation überhaupt nicht verbindbar wären. Sie sind verbindbar, aber nur um den Preis, dass man diese Dialektik aushält. Und genau in dieser Dialektik liegt der entscheidende Vorteil von Repräsentation, weil nämlich hier beiderseits Lernprozesse angeschoben werden können. Seitens der Bürgerschaft im pluralistischen Streit, seitens der Abgeordneten im Versuch, den empirisch vorfindbaren Volkswillen zu verbessern. Solche Abgeordnete üben Gegenmacht zur Exekutivgewalt aus, im präsidentiellen Regierungssystem, oder sie regieren selbst, wie im parlamentarischen Regierungssystem. Zumindest so lange es noch so war, dass die Parteien, die im Bundestag waren, auch wirklich regieren wollten und nicht lauter Gründe dafür finden, eben doch nicht regieren zu müssen. Beispiele für demokratischen Parlamentarismus, wohlgemerkt nicht für parlamentarische Regierungssysteme, was etwas anderes ist, Beispiele sind das englische Unterhaus nach dem Ersten Weltkrieg, der amerikanische Kongress, natürlich der Deutsche Bundestag, die deutschen Landtage und viele andere Parlamente von demokratischen Verfassungsstaaten desgleichen. Damit haben wir die unterschiedlichen historischen Erscheinungsformen des Parlamentarismus uns vor Augen geführt. Dazu noch Fragen. Wenn das nicht der Fall ist, können wir einsteigen in die notwendige Aufgabe, die Entwicklung des europäischen Parlamentarismus von innen her, von seiner Funktionslogik her zu verstehen. Der Ausgangspunkt der Entstehung des modernen Parlamentarismus sind die schon mehrfach angesprochenen Ständeversammlungen des Hoch- und Spätmittelalters. Die Grundlage der Macht der Grafen, Ritter, Bischöfe, Äbte, Städter, ab und zu auch freien Bauern, die in den Ständevertretungen waren, die Macht von diesen Ständevertretungen kommt daher, dass er lange Zeit in Europa dem Staat ein zentraler Staats- und Verwaltungsapparat fehlte. Der deutsche König oder römischer Kaiser war ja sozusagen ein Ritter von der traurigen Gestalt. Er reiste lebenslänglich durch das ganze Reich, von einer Pfalz zur anderen, versuchte durch sein persönliches Erscheinen Loyalitätsbindungen aufzubauen und wenn er weg war, zerbrachen sie in der Regel wieder. Das heißt, in vormodernen Zeiten können sie ein ziemlich großes Gebiet nicht mit einem staatlichen Apparat beherrschen. Der Staat hat noch nicht das Geld, um den aufzubauen und die Gesellschaft ist nicht in der Lage, die notwendigen Abgaben und Steuern zu tragen, weil sie noch von Hungersnöten geplagt ist und noch nicht das Niveau einer industriellen Gesellschaft erreicht hatte. Und das heißt, jene, die vor Ort sind, sind die einzigen, die regieren können. Aus der Warte des Monarchen, des Königs ist es so, ich, der König, brauche arbeitsteilige Herrschaftsdienstleistungen seitens der Adligen, der Bischöfe, der Reichsabteien.
Die sorgen vor Ort für die Aufrechterhaltung von Recht und Ordnung, Durchsetzung des Gesetzes, Aufrechterhaltung der Verkehrswege, Eintreiben der periodisch notwendigen Steuern und Abgaben. Und eben weil jene, die in der Ständeversammlung saßen, tatsächlich die Machtinhaber waren, muss der Fürst mit ihnen zurechtkommen. Insbesondere, wenn er selbst nicht viel Besitz hat, wenn er selbst nicht so viele Waffenträger ausstatten kann, dass er einen militärischen Konflikt mit seinen Vasallen bestehen könnte. Also, diese Leute in den Ständevertretungen, insbesondere die Städter, sie verfügen unmittelbar über Wirtschafts- und Finanzkraft, die sich dann in militärische Macht ummünzen lässt. Und auf genau diese Grafen, Herzöge, Ritter, weiß der Teufel was, muss sich der Monarch zur Erfüllung seiner Aufgaben stützen. Das weiß ein Monarch irgendwann, weil er verloren hat. Und jetzt kommt es im Lauf der europäischen Geschichte zu einem Machtaufstieg dieser Ständeversammlungen. Und zwar im Zusammenhang damit, dass der Staat immer mehr tat. Die Besiedlung nimmt zu, Handel nimmt zu, man muss Verkehrswege sichern, Brücken bauen, auch befestigen. Das ist das, was der bayerische Historiker Karl Bosel, der ein berühmtes Buch über die Entwicklung des Ständewesens im Mittelalter geschrieben hat, genannt hat, die zunehmende Herrschaftsdichte. Im gleichen Umfang, in dem der staatliche Aufgabenkreis größer wird, in dem das Regieren der Fürsten dichter wird, in dem es also mehr Regelungsbedarf gibt, braucht es unter den damaligen Umständen mehr Kooperation seitens der Stände. Die Ständevertretungen werden ausgehend vom Spätmittelalter immer mächtiger. Weil Wirtschaft vor Ort funktioniert, weil insbesondere die Städte im entstehenden internationalen Handelssystem Finanzkraft entwickeln, werden sie zu ganz attraktiven Partnern des Monarchen. Wenn ich als Fürst meine Stände dazu bringe, mir Geld zu bewilligen, dann kann ich vieles tun, was getan werden sollte, ohne die Finanzspritze der von mir angeblich Regierten nicht gelingt. Schauen Sie, das ist die Wurzel des sogenannten Steuerbewilligungsrechts der Ständevertretungen und der modernen Parlamente. Sie sitzen auf dem Geld. Nur von Ihnen kann der Monarch das Geld bekommen. Und weil er nicht die militärischen Möglichkeiten hat, diese nachgeordneten Herrschaftsträger zu beseitigen, ist er auf ihren guten Willen angewiesen. Er bittet um neue Steuern oder er schlägt neue Steuern vor. Periodische noch nicht, sondern einmalige zunächst. Und dann ist es eine Sache des Verhandlungsgeschicks. Kann ich als Monarch meiner Ständevertretung klarmachen, dass ich wirklich dieses und jenes Geld brauche und wofür ich es brauche? Und ich als führender Vertreter des Adels oder der Geistlichkeit wird mir sagen, naja, ich sehe ja schon ein, dass unser Fürst diese und jene Geldsumme braucht. Aber ich könnte Folgendes brauchen. Hier eine Brücke, hier den Abbau einer Burg, die meine Machtmöglichkeiten gefährdet, dort Privilegien, dass in meiner Stadt ich künftig ausschließlich allein und ohne fürstliche Mitwirkung den Marktrichter bestellen kann. Das heißt, es ist ein Prozess des Gebens und Nehmens. Der Monarch beantragt Steuern, die Leute der Ständevertretung bringen sogenannte Gravamina vor, Beschwerden, Wünsche, und dann ist es ein Aushandlungsprozess. Bei diesem Aushandlungsprozess machte es in der europäischen Geschichte einen großen Unterschied, ob die Abgeordneten in der Ständeversammlung ein freies oder ein imperatives Mandat hatten. Ein imperatives Mandat gab es im Wesentlichen in den französischen Ständevertretungen. Sie kriegten aus ihren Bayagen, Seneschausseen, wo immer sie gewählt wurden, eines Teils ein sogenanntes Cahier de Doléances, also eine Auflistung dessen, was sie bewirken sollten, und Verhandlungsvorgaben, was sie zugestehen dürfen und was nicht. Und von dem durften sie nicht abgehen. Das heißt, in den französischen Ständevertretungen konnte man nicht einfach innerparlamentarische Mannschaften aufbauen. Man musste zurückreisen oder Brieftauben schicken, die aber damals noch nicht erfunden waren. Und damit war so eine Ständevertretung ein sehr zäher, mühsamer Prozess, kein richtiger Interaktionspartner des Königs. Die Folge war, und freilich kommen andere Gründe auch noch hinzu, dass die französischen Könige mit ihren Ständevertretungen nicht viel anfangen konnten. Sobald es irgendwie ging, machten sie sich unabhängig von ihnen.
versuchten in ihrem eigenen Gebiet die Wirtschaft zu entwickeln. Und das machte dann der französische König mit der Durchsetzung des Absolutismus. Und dann werden 160 Jahre lang die französischen Stände gar nicht mehr einberufen, weil der Monarch gestützt auf eigene Finanzquellen zu regieren versucht. Und erst als das nicht mehr ging, im Zustand der französischen Staatsverschuldung, die auch mit dem Siebenjährigen Krieg zu tun hat, ausgangs des 18. Jahrhunderts, pumpt der Fürst, der Monarch, der französische König zunächst mal die Adligen an, 1787, die sagen, nö, wir haben auch kein Geld. Und dann beruft er die Ständevertretungen ein, 1789, die sie dann irgendwann zur Nationalversammlung erklären und irgendwann den König köpfen. Anders ist es in den englischen Ständen. In den englischen Ständen wird sehr früh das freie Mandat durchgesetzt. Und folglich waren sie handlungsfähig. Und deswegen wird das englische Parlament zum ersten wirklich machtvollen Parlament. Gewinnt sogar den Bürgerkrieg gegen den König. Aber dazu an anderer Stelle mehr. Das, was wir so im 16., 17. Jahrhundert erreicht haben, naja, im 16. Jahrhundert eher als im 17., aber es gibt in Europa Unterschiede in der Entwicklung, das ist ein Machtgleichstand zwischen den Monarchen und seinen zentralen Regierungsaufgaben und den Ständen. Das Ergebnis nennt sich der dualistische Ständestaat. Die politische Gestaltungsaufgabe liegt gleichermaßen beim Monarchen, der die Einheit des Staates verkörpert, den Staat nach außen vertritt. Jetzt ist das Konzept der Souveränität, der Superioritas staatsrechtlich entwickelt und leitet das politische Handeln. Und ihm gegenüber steht die Ständeversammlung. Und nun gibt es 2 bis 3 weitere Entwicklungsmöglichkeiten. Möglichkeit Nummer 1, der Monarch macht sich von der Ständeversammlung unabhängig, indem er sich eigene Finanzquellen erschließt, indem er Manufakturen aufbaut, in seinen befestigten Städten besondere Abgaben von Händlern erhebt und sich mit diesen zusätzlichen eigenen Finanzquellen auch noch eine eigene Armee verschafft und eine eigene königliche Staatsverwaltung. Das schaffen die französischen Könige im langen Krieg gegen den hohen Adel. Das schafft der englische König nicht, denn das Parlament sagt sich, nö, wenn der König sich eine Armee zulegt, dann verlieren wir unsere Rechte und Möglichkeiten. Das englische Parlament macht einen Bürgerkrieg. Bürgerkrieg gegen den König, gewinnt den Krieg auch, köpft den König. Und seitdem ist die englische Dynastie eine Dynastie von Parlamentsgnaden. Das englische Parlament setzt die Dynastie ein und wenn es will, setzt es sie auch wieder ab. Das, was in Frankreich sich tat, das war der Weg in den Absolutismus, der dann mit der Französischen Revolution endet. Die zweite Möglichkeit war, dass man verschiedene Formen eines institutionell und politisch-kulturell abgesicherten Gleichstandes oder Gleichgewichts zwischen Monarch oder Staatsoberhaupt und der Ständeversammlung herbeiführt. In England war dieser Zustand erreicht ungefähr in der Mitte des 18. Jahrhunderts. Und diesen Zustand hatte unter anderem Montesquieu vor Augen, als er beschrieb, wie ein freiheitlicher Staat organisiert sein müsste, nämlich unter anderem im Gleichgewicht zwischen der Macht des Parlamentes, der Volksvertretung, wer immer das Volk wäre, und der Macht der Krone. Die Amerikaner, die in den 70er Jahren des 18. Jahrhunderts ihr neues politisches System zusammenbasteln, waren stolz darauf, auf dem aktuellsten Stand der Politikwissenschaft zu sein und sich das modernstmögliche politische System zuzulegen, nämlich eines mit Gleichstand zwischen Parlament und Staatsoberhaupt. Nur, dass die Amerikaner sich keine Monarchie zulegten, obwohl George Washington noch 8-spännig oder 6-spännig in der goldenen Kutsche vorfuhr zu seinen Vereidigungen, damals noch in New York. Sie legten sich einen Präsidenten zu. Und das, was wir heute als präsidentielles Regierungssystem kennen, ist nichts anderes als der republikanisch eingefrorene Zustand der englischen Verfassungsentwicklung in der Mitte des 18. Jahrhunderts. Das ist das heutige präsidentielle Regierungssystem. Die republikanische Fassung des erreichten Gleichstandes zwischen Parlament und Monarch. Und die dritte Möglichkeit ist, dass sich die Ständeversammlung gegen die finanziellen und militärischen Aufstiegswünsche der Monarchen zur Wehr setzt und vielleicht die Übermacht erringt. In England schrittweise Bürgerkrieg, glorreiche Revolution und dann war sozusagen Ruhe.
auf dem Kontinent revolutionär. In Deutschland ist der Gleichstand jener, der sich nennt konstitutionelle Monarchie. Die Verfassung legt fest, was Monarch und Parlament dürfen, wobei es in Deutschland noch das Prinzip der sogenannten vorwaltenden Kronmacht gibt, nämlich dass im Zweifelsfall die Krone, der Monarch, entscheidet und das Parlament, naja, gute Miene zum bösen Spiel zu machen hat. Das ändert sich dann erst durch Revolutionen, wo das Parlament sich nicht selbst emanzipiert. Das ist genau die Entwicklung hin zum parlamentarischen Regierungssystem. Das verbirgt sich hinter der Formel, dass das parlamentarische Regierungssystem das modernere ist. Es ist jenes, das sich in der englischen Verfassungsgeschichte nach der Abspaltung des amerikanischen Zweigs des präsidentiellen Regierungssystems entwickelt hat. Und was sich in der Zukunft aus ihm entwickelt, ja, das wissen wir nicht. Legen wir uns noch die Frage vor, wovon denn abhängt, wie denn ein Parlament konkret funktionieren kann. Naja, das ist einerseits die Art des politischen Systems. Parlamente funktionieren anders in Diktaturen, wo sie eher symbolische Funktionen haben, und anders in Verfassungsstaaten, zumal in demokratischen. Je nachdem gibt es mehr oder weniger Gestaltungsmöglichkeiten des Parlaments. Wie Parlamente konkret funktionieren, hängt ab von der Art des Regierungssystems. Der amerikanische Kongress als Parlament oder Legislative eines präsidentiellen Regierungssystems funktioniert in vielerlei Hinsicht anders als das englische Unterhaus, das eine Regierung zu tragen hat. Und der deutsche Bundestag zu jenen Zeiten, als es für die Abgeordneten noch selbstverständlich zu sein schien, dass man eine Regierungsmehrheit zustande bringt. Und Konkordanzsysteme wie das der Schweiz oder von manchen österreichischen Bundesländern, wo von Verfassungswegen oder von Verfassungsbrauchswegen alle im Parlament vertretenen Parteien auch mitregieren, wo also die Regierung selbst ein verkleinertes Abbild des Parlaments ist, solche Systeme haben wiederum Parlamente, die anders funktionieren als in anderen Staaten. Also der Unterschied ist der zwischen dem alten und dem neuen Dualismus oder gar kein Dualismus, und die Rolle der Opposition ist jeweils eine unterschiedliche. Schauen wir uns das noch an. In Konkordanzsystemen wie der Schweiz gibt es keine präzise Opposition. Opposition ist diffus, von Fall zu Fall verschieden. Oder wie es die Schweizer ab und zu sagen, die einzige Opposition, die es bei uns in der Schweiz gibt, ist das Volk. In so einem System sind Volksabstimmungen ganz wesentlich, und historisch ist es auch so, dass das Konkordanzsystem in der Schweiz entstanden ist, weil man zuvor sehr wirkungsvolle plebiszitäre Instrumente eingeführt hatte. Das Konkordanzsystem ist die Folge der Einführung von Volksabstimmungen. Im alten Dualismus, wie wir ihn im amerikanischen politischen System vorfinden, ist Opposition in der Regel individualistisch und fallbezogen. An der Stelle merkt man, dass manche Folien ein ganz klein wenig auch veralten können. Das gilt oder galt für jene Zeiten, als das amerikanische politische System noch durch ein bestimmtes Maß an Pragmatismus gekennzeichnet war, der seit den Zeiten spätestens von Obama und Trump einer ideologischen Polarisierung Platz gemacht hat. Jetzt funktioniert das System auch sehr stark wie ein parlamentarisches Regierungssystem, bloß hat es nicht die Mechanismen, die ein solches hat. Im neuen Dualismus, parlamentarisches Regierungssystem, ist Opposition klar strukturiert und systematisch. Wenn es denn eine Regierungsmehrheit gibt, wenn wir eine Minderheitsregierung haben wie in Skandinavien und, wie mir scheint, hoffentlich auch bald in Deutschland, dann wird Opposition sich anders vollziehen, nämlich fallbezogen, kooperativ, kompetitiv, was alles ganz legitime Ausprägungsweisen von parlamentarischer und außerparlamentarischer Opposition ist. Die Faustregel für die Konstruktion politischer Systeme lautet: je weniger die parlamentarische Opposition agieren kann, umso wünschenswerter sind plebiszitäre Instrumente. Das heißt im Klartext, notwendig sind sie in Konkordanzdemokratien. Die entstehen ja auch oder entstanden historisch durch starke plebiszitäre Instrumente. Sehr systemangemessen und nachgerade erforderlich sind sie in präsidentiellen Regierungssystemen. Dort sind sie allerdings immer davon bedroht, dass Präsidenten sehr häufig Volksabstimmungen ergreifen können und damit das Parlament überspielen. Am wenigsten braucht es sie in parlamentarischen Regierungssystemen, obwohl sie auch dort sehr nützlich sein könnten, wie wir hoffentlich in der deutschen Verfassungspraxis schnell sehen.
Die Funktionen der Opposition habe ich Ihnen schon einmal vor Augen geführt. An dieser Stelle sollten Sie sich diese noch einmal neu vergegenwärtigen. Und wir gehen in die Schlussbemerkung. Es gibt da noch einige besondere Rahmenbedingungen. Wie steht es um zweite Kammern in einem politischen System? Wie schaut die Kompetenzverteilung zwischen erster und zweiter Kammer aus? Ist die eine stärker als die andere? Sind sie gleich stark wie in Italien? Und die Stabilität des Parteiensystems sowie die politische Kultur und die Parlamentstradition prägt sehr stark, wie Parlamente konkret funktionieren. Das alles vor Augen können wir dann in der nächsten Stunde uns daran machen, die einzelnen Parlamentsfunktionen systematisch durchzugehen. Tschüss, bis nächste Woche.